Ja, hallo zusammen. Wir sind hier wieder in Pulheim beim Christian Laxander im Fotostudio. Wir machen ja ein paar Videos über das Color Management. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil schon gesehen. Christian, wo geht's heute drum? Ja, heute werden wir die Dateien, die wir beim letzten Mal fotografiert haben, auf den Rechner importieren und werden die mit dem Profil versehen, sodass wir wirklich dann genaue Farbwiedergabe auch in unseren digitalen Daten haben. Dann werden wir noch ein paar Einstellungen vornehmen, ein bisschen Beschnitt und so weiter machen und damit wir dann für den Print das perfekte Ergebnis haben. Ja, super. Also im Prinzip bringen wir das hier, was wir mit fotografiert haben, in den Rechner jetzt. Genau, wir haben ja die Einstellungen vom Licht alle gleich gehabt und jetzt werden wir im Prinzip ein Profil erstellen und dann haben wir bei allen Bildern, die wir danach mit demselben Lichtsetting fotografiert haben, perfekte Farben. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, okay, Christian, jetzt sind wir hier, haben wir praktisch die Speicherkarte aus der Kamera rausgenommen und haben die jetzt hier beim PC die Datei eingefügt oder kopiert. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben also eine RAW-Datei. Wir haben eine RAW-Datei. Jetzt hängt es natürlich ein bisschen davon ab, was für eine Software man benutzt. Ne? Ob man Lightroom hat oder Photoshop oder Phase One. Die Version von Photoshop, die ich aktuell verwende, die kann mit deinen RAW-Dateien noch nichts anfangen. Okay. Was natürlich ein bisschen doof ist. Aber das kann ja jedem passieren. Ne? Und ja. Dementsprechend habe ich ganz einfach auf der Adobe-Webseite den DNG-Konverter runtergeladen. Ja. Der macht mir aus meiner RAW-Datei ein DNG-File. Das ist eine Freeware, die kann also jeder runterladen. Die kann jeder einfach kostenfrei runterladen und dann kann man im Prinzip seine RAW-Dateien in dieses Adobe allgemeine Format DNG umwandeln. Ist also auch ein RAW-Format, was aber dann praktisch nicht kameraspezifisch ist, sondern was ich eigentlich mit jeder besseren Software öffnen kann. Genau, und dann hast du halt den Vorteil, dann kannst du im Prinzip eigentlich mit jeder Software arbeiten und musst nicht zwingend immer die neueste Version haben. Ja, also cool. Funktioniert. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, weil das dauert immer natürlich einen kleinen Moment. Ja. Und dann, wenn ich das DNG habe, dann ist der nächste Schritt ein Profil erstellen. Ja. Und dafür kann man jetzt die Software benutzen, die bei dem Color Checker dabei ist. Ne? Das ist jetzt in dem Fall der Color Checker Passport. Und wir hatten ja vorhin die Farbkarte mit fotografiert. Genau. Und was die Software jetzt ganz automatisch macht mit diesem DNG ist, das kann man jetzt hier auf dem Display natürlich auch sehen, den Color Checker im Bild finden, die Farbkästchen zuordnen und jetzt kann ich hier ganz einfach mein Profil erstellen. Jetzt muss ich natürlich noch festlegen, pass auf, wo möchte ich das Profil denn speichern. Bei mir habe ich extra Ordner angelegt, so hier, ne, machen wir gerade noch Profil und da speichern wir das jetzt für die Alpha 99. Okay, und das ist jetzt das Farbprofil genau für meine Aufnahmesituation, die ich eben hatte, mit meinem Licht, mit allem drum und dran, die mir einfach sagt, so ist das Bild aufgenommen worden. Ganz genau. Der große Vorteil daran, das so zu machen mit der Aufnahmesituation, ist, dass man wirklich eigentlich die perfekten Lichtsettings hat. Man kann in der Software auch noch hingehen und kann ein allgemeineres Profil erstellen. Das ist dann vielleicht für normale Fotos ganz gut. Da kriege ich auch bessere Farben. Da kann man noch zwei verschiedene Lichtsituationen einbetten. Ja. Wir haben es jetzt natürlich genau mit der perfekten Lichtsituation gemacht. Ja. Gibt natürlich noch genauere Ergebnisse. Deswegen sollte man das, wenn man Reproduktionen macht, dann so machen. Man kann aber auch für normale Fotos dann mit zwei Lichtarten ein Profil erstellen. Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage. Ja. Wird ja immer viel von Monitorkalibrierung gesprochen. Das heißt, dass der also perfekt die Farben auch darstellt, wie es sein soll. Wenn ich jetzt aber dieses Farbmanagement einfach durchreiche, das heißt, ich will bei der Bildbearbeitung nur einen Zuschnitt machen und verändere weder die Farben, ich verändere nicht die Gradationskurve oder sonst was, muss ich da zwingend einen kalibrierten Monitor für haben? Müsste ich nicht. Ja. Dann macht es halt leichter. Ne? Also du siehst halt auf deinem Monitor ja das Bild und beurteilst das. Und wenn der in der Farbe und in der Helligkeit nicht richtig eingestellt ist, dann sieht das Bild auf deinem Monitor vielleicht zu dunkel aus, obwohl es eigentlich in Ordnung ist oder die Farbe stimmt nicht. Deswegen empfehle ich immer, mit einem kalibrierten Monitor zu arbeiten. Ja. Rein technisch braucht man es nicht. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Also du wirst dann leicht dazu verleitet, wenn du auf einem nicht kalibrierten Monitor auf einmal so ein rotstichiges Bild siehst oder der ist total dunkel, dann zu sagen, oh, das muss ich ein bisschen heller machen. Gib das denn zum Druck oder druck es selber und das Bild ist dann entweder zu dunkel oder zu grün oder zu sonst was und ich weiß nicht, wo es herkommt. Genau. Also rein technisch brauchen wir es nicht, weil wir jetzt im Prinzip die Bilder ja in der Farbigkeit und in der Helligkeit gar nicht mehr ändern. Das haben wir ja vorher richtig eingestellt. Es ist aber einfach angenehmer.
Ja. Also ich würde es immer empfehlen, weil ja, es macht Sinn, ne? Insgesamt angenehmer ist. Ja. Ja, auch grundsätzlich für die Bildbearbeitung, weil wenn ich den ersten Schritt nicht habe, das heißt, wenn ich mir kein Farbprofil erstelle mit Karte und fotografiere einfach draußen Situationen bei normalem Licht und gehe direkt zum Druck, dann kann ich halt vorher am Monitor schon meine Bearbeitung machen und weiß, das, was ich am Monitor sehe, bekomme ich auch nachher auf dem Drucker. Ne? Genau. Also das ist schon, ja. Also der normale Weg ist wirklich bei jetzt mal Nicht-Reproduktion, dass man wirklich einen kalibrierten Monitor hat, wenn man genaue Farben braucht. Ja, macht also Sinn. Also allein ein Hautton, ne? Wenn der einen leichten Grüntouch hat, dann sieht er manchmal schon, die sieht die Person schon ungesund aus. Wenn ich das umgehen kann durch einen kalibrierten Monitor, sollte ich das tun. Also ich empfehle das. Also gibt es mittlerweile auch sehr günstige Software, die halt wird über USB in der Regel angeschlossen, dann kommt was auf den Monitor und der misst halt genau diese Farben, wie das bei dem Color Checker im Prinzip auch läuft, der dann sagt, so, das ist rot, das ist schwarz, erstellt dann ein Profil und kalibriert dann entsprechend so den Monitor und da sieht man auch direkt einen Unterschied. Wichtig ist hier immer, der sollte schon eine Zeit lang an sein, der Monitor, also mindestens eine halbe Stunde, weil durch dieses Aufwärmen des Monitors kann es auch immer zu Verschiebungen kommen. Und wichtig ist, dass ihr immer ein gleichmäßiges Licht habt, am besten noch eine Abschirmung drum, dass ihr halt nicht durch irgendwas geblendet wird oder die Farben wieder verfälscht werden. Ne? Ja, so ein Spider kostet in der Regel zwischen, ich glaube, 80 und 150 Euro, je nachdem, welche Version man kauft. Und dann kriegt man wirklich genaue Farben. Für alle, die wirklich Spaß an Fotografie haben, ist das eigentlich ein Muss. Ja. Ne, dass man wirklich Bilder ordentlich bearbeitet. Ja, und ich habe auch gesehen, selbst bei günstigen Monitoren macht das, oder vielleicht gerade bei günstigen Monitoren macht das extrem was aus, sagen wir es mal so rum. Ne? Also die richtig guten, teuren Monitore, die haben ja meistens schon eine Hardware-Kalibrierung drin. Genau. Ne? Und gerade bei den günstigen Monitoren, da macht es wirklich Sinn. Ne? Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, für alle, die nachbearbeiten, ich empfehle es immer. Das, was wir jetzt machen, ist natürlich dann der Schritt weiter. Ne? Ja. Jetzt das Bild dann an den kalibrierten Drucker weitergeben. Jetzt haben wir unser Profil erstellt. Und jetzt gucken wir uns mal den nächsten Schritt an. Ja, okay, wir haben jetzt das Farbprofil erstellt. Jetzt muss das natürlich noch auf das Bild, was zu entwickeln gilt, also aus dieser Rohdatei, angewendet werden. Wie geht's weiter? Genau, also ich habe jetzt einfach mal das Bild aus der Bridge geöffnet. Ich arbeite ja mit Photoshop CS5, ne? Habe mir also das DNG-Bild, was wir ganz am Anfang erstellt haben, einfach genommen. Habe das dann jetzt hier mit einem Ausschnitt belegt, könnt ihr auch gleich sehen, ich schneide es einfach mal zu, dient einfach nur dazu, dass ich die Wand, die brauche ich ja nachher auch beim Bearbeiten und beim Freistellen nicht mehr, wegbekomme und könnt ihr jetzt hier im Prinzip meine Änderungen schon machen, also die Helligkeit noch ein bisschen anpassen und so weiter, wollen wir jetzt aber gar nicht. Das Entscheidende kommt aber jetzt. Wir haben ja in der Kamera jetzt die Farbe, die Kamera sieht. Ja. Ja, wir wollen ja aber die Farbe, die wir nachher gemessen haben mit unserem Color Checker. Das heißt, wir gehen hier oben auf das Kamerasymbol, da steht auch Kamerakalibrierung drüber und wählen jetzt einfach mal das Profil. Ich habe das mal extra nach dir benannt. Ja. Und zack, du siehst, die Farben ändern sich und zwar nicht nur leicht, sondern wirklich sehr stark. Und jetzt haben wir im Prinzip die Farben so, wie sie gemessen wurden. Ja. Ja. Und wenn wir das Bild jetzt öffnen, und dann können wir im Prinzip die Sachen anwenden. Vielleicht da ganz kurz noch ein kleiner Hinweis. Ich habe hier unten die Möglichkeit hier einzustellen, mit welchem Farbraum, mit welcher Bittiefe soll das Ganze geschehen. Ja. Gerade wenn man Reproduktionen macht, wo es wirklich darum geht, möglichst genau abzubilden, empfehlen sich wirklich die 16-Bit, weil gerade die modernen Tintenstrahldrucker schon manchmal auch Farben können, die außerhalb des normalen Bereichs liegen. Und es empfiehlt sich natürlich, einen großen Farbraum zu nehmen, in dem Fall Profoto RGB. Ja. Das sind die Sachen, die ich eingestellt habe. Das Bild von der Größe lassen wir so, es ist beschnitten, es hat jetzt nur noch 12 Millionen Bildpunkte. Ne? Aber damit sind wir hier mit den Einstellungen auch schon fertig. Und wenn wir das Bild jetzt öffnen, haben wir im Prinzip schon die perfekten Farben in unserem Bild hinterlegt. Ja, also man sah auch gerade, wo das umswitchte, also auf dieses Farbprofil, was wir genommen haben, dass nicht nur einfach ein Farbstich rausgenommen wurde oder ähnliches, sondern die gesamten Farben haben sich dem Original wirklich viel mehr angenähert. Ne? Also genau. Das sagen wir. Also ich kann ja einfach vielleicht zum Zeigen nochmal umschalten. Ne? Ich nehme einfach mal hier Kamera Standard. Das ist diese Farbe. Ja. Das Bild ist ganz schön so. Vielleicht sogar so, wie man es selber mit den Augen in der Natur sehen würde. Ne? Das macht also
vielleicht Photoshop ganz gut, aber auf dem Gemälde waren die Farben anders. Und jetzt pass mal auf, was passiert, wenn wir das Profil anschalten. Ja, das ist ziemlich absolut. Genau das, was ich auf dem Bild gesehen genau. habe. Ne? Also wenn ich davor stehe, da sieht man, die Töne haben sich schon ganz schön verändert. Ja, ja, absolut. Ja. Okay, also wenn ich das jetzt praktisch öffne, das Bild, hast du eben gesagt, ich nehme einen Farbraum. Ja. Das ist also auch wichtig, dass dieser Farbraum, wenn ich das jetzt zum Beispiel an eine Druckerei gebe, wenn ich selber keinen Drucker hätte, dass die auch weiß, mit welchem Farbraum ich Arbeit habe, beziehungsweise ich bette den mit ein. Genau, also das ist das kommt beim Speichern nachher. Ne? Wenn man jetzt Profoto RGB wählt oder Adobe RGB oder sRGB, bei sRGB ist nicht ganz so wichtig, aber bei den anderen, dass ich das im Prinzip auch in die Datei einbette, damit die Druckerei, wenn sie es öffnet, sehen kann, ah, guck mal, wir haben ja schon ein Farbprofil, weil die müssen dann ja natürlich hingehen und müssen das Farbprofil wieder an ihren Drucker anpassen. Ja, und wenn die, das ist also auch ganz wichtig, wenn ihr ein Bild entwickeln lasst, bei vielen Entwicklern steht das auf der Webseite oder ähnliches, mit welchem Farbraum die arbeiten. Und dann macht es wirklich Sinn, selber vorher auch mit diesem Farbraum zu arbeiten, sonst kann es zu Überraschungen kommen. Das hast du sehr nett ausgedrückt. Ja. Nein, normalerweise ist es so, wenn man gar kein Color Management macht, ja, also gar keine Profile hinterlegt, dann passieren halt wirklich die schönsten Sachen. Ne? Mein Rot wird ein knalliges Orange oder mein Gelb wird ein schmutziges Gelb. Das kann alles passieren. Deswegen, wenn man es abklären kann, macht man es. Wenn man das so macht, wie wir das gemacht haben, dann haben wir jetzt im Prinzip als ersten Schritt die Kamera kalibriert. Da haben wir dann das Profil erstellt. Ja. Jetzt gehen wir hin, machen unser Bild digital, ich sag mal perfekt, machen die Farben perfekt. Das speichern wir da auch so und das geben wir dann an die Druckerei und die muss die Farben dann wieder umsetzen auf ihre Druckmaschine, auf ihren Drucker. Ja. Wobei, ich sag mal so aus Erfahrung raus, die meisten Online-Anbieter arbeiten mit sRGB und ein Teil ausgewählter arbeiten mit Adobe RGB. Ist richtig, ne? Genau, sRGB hat den charmanten Vorteil, dass es sehr, sehr weit verbreitet ist, dass sehr viele Leute das nutzen. Und auch wenn man seinen Monitor nicht eingestellt hat, seinen Browser nicht eingestellt, sein Betriebssystem nicht eingestellt hat, sRGB kann man so pauschal sagen, benutzen einfach die meisten. Das funktioniert, das sieht ganz gut aus. Ja. Habe ich jetzt einen außergewöhnlicheren Farbraum, Profoto RGB, Adobe RGB, dann muss ich immer aufpassen, wenn ich die Daten weitergebe. Weil das heißt, ich gebe dir das, du beachtest aber die Regeln nicht. Und auf einmal sieht das Bild bei dir auf dem Computer ganz anders aus. Ja, und das wäre natürlich ein Problem. Deswegen haben wir jetzt hier den großen Farbraum gewählt, weil wir wollen ja die ganzen Farben auch nutzen. Ja, und da wir ein Color Management von vorne bis hinten durchziehen, ist das auch kein Problem. Ja. Wenn ich das jetzt weitergeben wollte für eine Online-Galerie, müsste ich dort sRGB einstellen, hätte damit wahrscheinlich die bestmögliche Bildqualität auf allen Monitoren. Noch eine andere Sache, die mir vielleicht jetzt, die nicht direkt was mit zu tun hat, aber so Druckereien, die jetzt einen Offset-Druck machen, die wandeln das ja meistens noch in CNYK um. Und wenn da nicht aufgepasst wird und die dann das Falsche, also ich erwähne das deshalb, weil genau das war das Problem bei dem Auftrag, den ich hatte. Den habe ich im ersten Teil, hatte ich das ja eben erwähnt, ich hatte also eine größere Reproduktion gemacht von E-Mailen. Der Drucker kam und hatte einen Proof mitgehabt, also so einen Andruck mitgehabt und sagte, ist aber ganz schön rot. Und ich habe mir das angeguckt, ich sagte, das kann ja wohl nicht wahr sein, sind wir zu dem Original-Gemälde gegangen und ich dachte, ich falle hinten rüber. Ne? Also war dann direkt bei mir am Überlegen, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Also war mir im ersten Moment sehr peinlich, bis wir dann rausgefunden haben, das lag einfach an dem Drucker, der hat dieses Farbprofil nicht genommen und hat da irgendwas genommen und hat das einfach durchgegeben und wie gesagt, das Ergebnis war eine absolute Katastrophe. Ne? Also das kann passieren und gerade wenn man so einen großen Auftrag hat und das dann ohne Proof gemacht wird und wird gedruckt, dann kann das richtig, richtig in Geld gehen. Ne? Ja, also, stell dir vor, du hast 10.000 Broschüren gedruckt und alle sehen wirklich furchtbar aus, die Farbwiedergabe. Ja. Wäre schlecht. Wäre schlecht. Vielleicht sogar noch mehr. Nein, wenn wir das selber machen, so wie hier, dann haben wir das ja alles selber in der Hand. Da können wir selber bestimmen, wie die Profile umgesetzt werden. Das Bild, das hat jetzt im Prinzip seinen Farbraum, hat sein Profil bekommen. Da sind die Farben perfekt und jetzt muss es natürlich umgesetzt werden auf den Drucker. Okay. Und wenn du das richtig machst, ist alles gut. Wenn die Druckerei das nicht beachtet, dann hast du ja das gesehen, gibt es halt den krassen Rotstich. Okay, dann wären wir jetzt hiermit eigentlich soweit fertig. Genau. Im nächsten Teil geht es dann darum, wie ich das halt
am Drucker ausgebe, und dann werden wir mal einfach gucken, ob das denn auch wirklich nachher so aussieht, wie wir uns das vorstellen, beziehungsweise ob das an das Original rankommt. Gibt dann natürlich noch wieder Unterschiede, da gehen wir gleich noch drauf, wegen dem Papier und so weiter, und verschiedene Medien geben halt Licht auch anders wieder. Das sind aber dann Kleinigkeiten. Ja, dann bedanke ich mich erstmal und wir sehen uns im dritten Teil wieder. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, wie immer gerne in den Kommentaren. Ansonsten bis zum nächsten Teil. Ciao. Ciao.